Ja, willkommen auf meinem Kanal. Diesmal kein Short, sondern ein richtiges Video, denn ich habe ja noch die zwei beiden Top-Trainer-Boxen zu Karmesin und Purpur Paradox Rift hier stehen. Die sind beide noch verschlossen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die aufzumachen. Aber ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne mal mit euch zusammen eine aufmachen und ich würde sagen, wir fangen an mit Eisenkrieger. Und die machen wir zusammen auf und dann schauen wir auch, was in den Booster-Packs drin ist, aber auch was sonst noch so da drin ist. Denn ich habe bis auf ein paar Booster ja bisher noch nichts geöffnet hiervon. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Hol hier weg. Ja, das ist sie. Schauen wir mal hier. Zack. Raus damit. Haben wir natürlich hier das Infoheft für Spieler mit den ganzen. Der ganzen Kartengalerie und allen Übersichtssachen, Informationen, Regeln etc. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier so drin? Die Marker natürlich. Die Würfel. Mal wieder schön. Das brauchen wir auch gerade nicht. Energiekarten. Teiler. Ja, die Promokarte zur Eisenbündel. Sieht auch sehr schön aus. Noch die Hüllen. Und dann haben wir hier natürlich das Wichtigste. Die Packs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Packs natürlich. Und die wollen wir jetzt mal zusammen öffnen und schauen, was da drin ist. Ich habe ja heute auch noch Shorts hochgeladen. Da hatten wir auch einen ganz guten Pull drin. Da könnt ihr auch mal reingucken. Und dann schauen wir mal. Megimak, Absol, Grillcheetah, X-Bat, Onix, aber leider nicht als Full Art. Wishu und Durengard X. Packen wir am besten noch direkt ein. Kommt ja auch direkt in den Toploader rein. Na? Nächste Pack auf. Mich irritiert immer noch ein bisschen, dass die Energiekarten halt alle normal sind und keine Holo dabei sind. Kleptifuchs, Geosali, Mikrik. Technische Maschine, Eisenbündel nochmal, Techradar, Pandir, Tentagra, Latios. Jetzt hier mal sortieren hier. Nicht auf. Müssen wir da die Schere zur Hilfe nehmen? Nein. Mantrips, Knaxel, Minun, Dokles, Veet, Frohbeiler. Saracita, Ramorite, Mantips. Oh, sehr schön. Kommt dann auch direkt schon mal in Sleeve rein.
Also bisher war schon mal ein guter Puls dabei. Kann man nicht meckern. Vorgitter. Zwiebs. Konterfänger. Maske Regen. Energiekapsel aus der Vergangenheit. Lymphu. Klibbe. Und Tektas. Da muss man sich natürlich fragen, gibt es eigentlich Godpacks? Also deutsche Godpacks sind ja dann nochmal anders als die japanischen, aber gibt es die hier? Miltang, Reislaus, Plusel, Zwiebsk wieder, Zebritz, luxuriöser Umhang, Ampidiffel, technische Maschine. Oh, Gierspenst. Schaut euch die mal an. Ist ja auch schön. Und Saltigant. Gierspenst packen wir dann auch direkt schon weg. Zumit. Flurmel, Dokles, Geweiher, Mopex, Professor Futurus, Vishu, Tektas, Sakian, oh, die ist auch schön, ne? Und Palkia. Integra, Toxel, Pandir, Mikrik, Relaxopuppe, Granfogita, Nigiriagi, Fogita, Flurmel und Doringard. Griffel, Vegimak, Mantips, Knaxel, Konterfänger, Absol wieder, Maskeregen, Knabur, Gierspenst und Ibeltal. Und das letzte Pack. Schauen wir mal, vielleicht haben wir hier noch einen Hit drin. Aber bisher war es ja auch ganz gut eigentlich. So drin haben. Kann man nicht meckern. Ja, ich glaube, hier brauche ich eine Schere. Das glaube ich so nicht mehr auf. Ach, doch. Ja. Komm mal raus. Sepa, Watzapf, Krakelo, Remorald, Relaxopuppe, Granfogita, Vermicula, Toxel, Schlickdri und Morpeko. Ja, das war's. Ich denke, eigentlich können wir nicht meckern mit den Puls soweit. Zumindest drei wirklich gute drin gewesen. Ja, und dann schauen wir mal bei den nächsten Shorts wieder. Also bis zum nächsten Mal.